Ist heute im Marsberger Ortsteil Obermarsberg. Donnerschläge erschütterten die Umgebung mit einer Lautstärke, die man Gott sei Dank äußerst selten zu hören bekommt. Der Grund für den Lärm ist ein Treffen, zu dem etwa 30 Kanoniervereine aus dem Sauerland und dem angrenzenden Hessen zusammengekommen sind. Thomas Reichenau ist für uns in Obermarsberg. Thomas, ich vermute mal, ohne ordentliche Ohrenschützer sollte man sich nicht in die Nähe der Kanonen wagen, wenn sie abgefeuert werden, oder? Da hast du vollkommen recht, Dirk. Ich habe das Glück gehabt oder ich war so clever genug und habe mich in einem gehörigen Abstand aufgehalten. Aber wenn 30 Kanonen zusammen mit einem Schlag donnern, das hat schon seine Lautstärke. Wir werden darüber übrigens halt noch ein paar Bilder sehen, wie das ausgesehen hat. Diese Kanone hier, das ist so ein Ungetüm, die heute Mittag aktiv war. Und Egon Eirund von den Waldecker Schützen aus dem benachbarten Hessen, die haben sie mitgebracht. Was ist das für ein Teil? Ja, das ist eine alte Kanone, ein Relikt aus dem Siebenjährigen Krieg, was seinerzeit auf welchen Wegen auch immer in Korbach hängen geblieben ist und dann im Museum landete bei uns und wir haben es dann wieder zum Leben erweckt. Seit 1952 bestehen wir und schießen nun aktiv mit diesem Gerät. Ne? Woher wissen Sie, dass die so alt ist? Ja, das ist eine Überlieferung, sage ich mal so. Ne? Genau belegen kann ich es nicht, ne? Weil ich ja auch nun relativ jung noch bin, sage ich mal, ne? Gegenüber dem Kanonenrohr. Aber es kann ich natürlich nicht genau datieren. Aber das Ding ist jetzt natürlich auf den neuesten Stand gebracht. Es ist auch vom TÜV beschossen worden. Das ist Vorschrift bei uns, ne? Denn die Regeln im Schwarzpulverschießen sind nun mal sehr streng. Sie unterliegen dem Sprengstoffgesetz und danach müssen wir uns halten. Die müssen also TÜV beschossen sein. Die Leute müssen ausgebildet sein mit den Umgang mit Schwarzpulver und Zündung und allem drum und dran. Wie das dann aussieht, wenn die schießen, das können wir uns mal anschauen. Wir haben uns heute Mittag die Bilder mal gemacht, wo die Vorbereitung getroffen worden. Die schauen wir uns mal an. Vielleicht kommentieren Sie das mal, ja, wie das da aussieht. Also ca. 25 Kanonen hier angereist nach dem wunderschönen Obermarsberg. Und die werden jetzt nun vorbereitet, mit Schwarzpulver geladen und verdämmt und elektrisch gemeinsam verdrahtet und dann gezündet. Elektrische Zündung ist heute vorgeschrieben, auch vom Gesetzgeber, weil es eben die sicherste Zündmethode ist. Und jetzt kommt gleich der große Moment. Ja. Jetzt kommt der Umstecker. Ja, da wird immer ein Prominenter ausgesucht, der dann auf den Knopf drücken darf und dann gehen die ganzen Schüsse gemeinsam los. Und das ist immer der Höhepunkt eines jeden Manövers, was wir nun schon seit 1991 betreiben. Vielen Dank, Herr Eirund. Ja, seit 1991 gibt es, jetzt kommt der Wind hier, gibt es diese Veranstaltung, aber zum ersten Mal überhaupt im Sauerland. Und Siegbert Zelder, das ist der Vorsitzende für den historischen Schützen hier aus Obermarsberg. Herr Zelder, Sie sind ziemlich stolz auf den heutigen Tag, oder? Da kann man wohl von sprechen. Der heutige Tag, der hat uns gezeigt, dass diese Einrichtung des einjährigen Manövers einmal im Jahr hier mit Fug und Recht vonstatten geht. Es sind so viele Vereine unserer Einladung gefolgt, dass wir wirklich überrascht waren heute, welche Masse an Leuten hier heute erschienen sind. Und auch der ganze Ablauf war sowas von perfekt, dass man wirklich sagen kann, es war eine runde Sache. Wieso ist so ein Verein, sprich solche historische Schützen, die mit Kanonen umgehen, wieso ist das so interessant? Ich denke mal, in erster Linie ist es wohl ein Hobby. Ja? Hinzu kommt natürlich das Interesse an der Historie selber. Ja? Die Leute, die sich hier bei uns im Verein gefunden haben, sind durchweg historisch informiert und durchweg historisch interessiert. Aus diesem Grunde allein kann man schon sagen, unser Verein allein hat 40 Leute mittlerweile, 40 Mitglieder innerhalb von 5 Jahren und stetig steigend. Neue Interessenten kommen täglich auf uns zu und ich denke mal, es ist ein Zeichen der Zeit, dass alte Dinge wieder modern gemacht werden, sage ich mal. Und über diese alten Dinge, da werden wir dann nachher noch weiter sprechen, über die Uniformen zum Beispiel. Und jetzt erstmal zurück nach Siegen. Ja, bis hier wieder nach Obermarsberg, wo im Verlauf des Tages mächtig Lärm gemacht wurde. Einige der Kanonen, die beim Treffen der Kanoniere zum Einsatz kamen, haben wir ja vorhin schon näher kennengelernt. Thomas Reichenau, aber es geht ja bei dem Treffen bei euch nicht nur um schwere Waffen, oder? Nein, es geht nicht nur um schwere Waffen, denn wer ein richtiger Fan vom Mittelalter oder von der Historie überhaupt sein will, der braucht ja auch ein richtiges Outfit. Und dafür ist Christoph Hollenstein zuständig. Sie sind Trödler. Was verkaufen Sie denn alles? Wir verkaufen vorwiegend Waren des 17. Jahrhunderts, so wie es früher üblich war. Wie kommen Sie da dran? Woher wissen Sie, wie die damals gekleidet waren? Man nimmt sich historische Vorbilder aus Büchern oder anderen Vorlagen und versucht dann daraus genau originalgetreu Sachen wiederherzustellen. Was ist denn Ihr Lieblingsstück? Mein Lieblingsstück ist mein Rapier,
wie man es hier sieht. Ein schickes Schwert. Ist leider unverkäuflich. Soll Ihnen bleiben. Danke, Herr Hollenstein. Ja, heute Abend, jetzt fängt es gerade an zu regnen, in diesem Moment. Heute Abend klingt der ein schöner Tag eigentlich ganz nett aus. Sie sitzen hier, haben komische Kelche in der Hand mit komischer gelber Flüssigkeit innen drin. Aber es wird schon seinen Grund haben. Der Tag heute begann um 12 Uhr und wir haben dann mal ein paar Bilder eingefangen und die schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar wurde da mal geschossen mit kleineren Geräten zum Beispiel. Und dann wurde auch kräftig Musik gemacht, und zwar von den Trommlern und Pfeifern hier aus Obermarsberg, eine historische Gruppe. Und natürlich gab es auch Wettkämpfe, Axtweitwurf oder Armbrustschießen oder wie man hier sehen kann, auch Baumstammweitwerfen. Und die Sieger wurden dann auch gekürt, kriegten eine Urkunde und ein Geschenk. Und wie wir sehen, die Sieger haben alle schöne Uniformen an. Und Karl Böttcher, auch von den historischen Schützen Obermarsberg, Sie sind auch nett gekleidet und Sie haben eine Kluft an, die man 1448 getragen hat. Was ist das für eine? Ist also angelehnt an die historische Kluft der Schützen in der damaligen Zeit. Die hatten also eine Hose an, also man früher eine Art Strumpfhose, wie man heute sagen würde, ein Wams. Und dann hatten sie natürlich eine Gugel, das klassische Kleidungsstück der Schützen, Gugel mit Kapuze. Und dazu trugen sie natürlich jetzt nicht diesen Hut, den ich zurzeit aufhabe, sondern einen sogenannten Eisenhut, einen Helm, also mit einer Spitze drauf, ein sogenannter Eisenhut. Und dazu und dann natürlich dann nach Möglichkeit die Armbrust, mit der jeder Schütze bewaffnet sein sollte. Und so sollte sich dann dem Kampfe stellen. Aber sie sind ja nicht immer so rumgelaufen damals, sondern nur, wenn es ernst wurde. So ist es. Und man muss sich auch nicht vorstellen, sie waren natürlich auch so gekleidet, wie jeder es gerade auch finanziell sich erlauben konnte. Es waren ja freie Bürger, diese Schützen. Deswegen auch die Schützen erst von 1400, also nach 1400 kam das Schützenwesen von Flandern hier nach Westfalen auch. Und jeder Schütze konnte sich natürlich auch nur so kleiden, wie es seine finanzielle Möglichkeit war, also angelehnt aber. Und nicht so, auch nicht so uniformmäßig, muss man sich das vorstellen, war es früher nicht so, sondern jeder machte das so, wie es auch seinen finanziellen Möglichkeiten entsprach. Ich habe es angesprochen, die vielen Vereine, die hier sind, haben alle unterschiedliche Uniformen an. Guckt man da schon mal hin, welche schöner ist? Ja, sicherlich. Ist aber natürlich das eine, es gibt Leute, die sagen wie wir lehnen uns ans 15. Jahrhundert an. Andere sagen, wir machen wie die Landsknechte. Die Waldeckergruppen gibt es zum Beispiel aus Landau, die machen auf Landsknechte. Also jeder so ungefähr sucht sich eine Epoche aus und die versucht dann auch dementsprechend darzustellen. Wir sind ja auch hier an einem historischen Ort in Obermarsberg. Ne? Hier war ja einiges mal passiert. Ja, wir sitzen hier an der Donnersberger Warte, heute bekannt auch als im Volksmund als Mäuseturm. Und das war also ein Teil der Oberstädter Landwehr. Das war also eine vorgezogene Verteidigungslinie, um die Straßen zu verteidigen, wenn der Feind dann kam. Danke, Herr Böttcher. Ich muss zu Ende kommen. Es ist total spannend, hier mit der Historie sich zu beschäftigen. Und ich denke mal, dass wir irgendwann nochmal darüber berichten werden. Und damit zurück nach Siegen.